und er richtet sich wieder auf. Die Sonne scheint sie über seine Schultern hinweg zu blenden. Sie liegt auf dem Rücken, im wilden Gras und blinzelt sich lachend die Sonnenstrahlen aus ihren Augen. Sie erwartet, dass er sich über sie beugt und flieht immer wieder in seinen Schatten. Doch er bewegt nur kurz seinen Oberkörper, schon fällt erneut der Sonnenschein auf ihr Gesicht. Ich kann nicht verstehen, was sie zueinander sagen. Ich höre nur die Kinder im See und an dem kleinen Sandstrand. Ich bin sicher, die beiden im Gras hören sie nicht. Sie sind gerade noch genug in dieser Welt am See, um zu wissen, was sie hier nicht dürfen. Aber bis zu diesem kleinen Unterschied zwischen Öffentlichkeit und absoluter Intimität existieren zuallererst sie beide. Er streicht mit seinem Zeigefinger sanft unterhalb ihrer Brüste entlang. Die Linie aus Gänsehaut beschreibt ein paar Schleifen abwärts zum Bauchnabel und endet direkt an der Naht ihres Badeslips. Er beginnt mit zwei Fingern über ihren Venushügel zu marschieren. Da reckt sie sich empor und beendet seine kleinen Albernheiten mit einem Kuss. Sie lassen sich in ihrem kleinen Spiel aber nicht beirren. Jede Berührung, jedes Kitzeln, jedes Flüstern, ja, jede Zunge am Ohr des anderen gehört ihnen beiden. Ihr nächster Kuss ist kaum mehr ein Kuss. Er ist eine Provokation. Die Zungen werfen ihr gewöhnliches Dasein ab und werden zum Geschlechtsorgan. Weich und feucht und erregt vom Geschmack und der Berührung des anderen. Mal führt sie ihn, mal führt er sie. Sie umfasst seinen Kopf mit eleganter Bestimmtheit, lässt dann von seinen Lippen ab, schaut ihm tief in die Augen und mit einem letzten kleinen Kuss auf die Stirn zieht sie ihn hinunter ins Gras. Mit geschlossenen Augen liegen beide ruhig atmend da. Er hinter ihr, den Arm über ihre Hüfte gelegt und die Hand von der ihren gefangen gehalten. Langsam gleichen sich ihre Herzschläge an und sie genießen die Wärme des anderen mehr als die der Sonne. Ich kenne sie, die Verliebtheit, im Moment nur als eine alte Bekannte. Ellie bemerkte ihr Sehnen erst, als die Frau im Gras ihr einen flüchtigen Blick zuwarf. Der kurze Augenkontakt, nicht mehr als eine Sekunde, weckte in ihr ein Gefühl des Ertapptseins. Als sie dann noch »Hallo, Frau Kaufmann« hörte, blieb ihr fast das Herz stehen. Eine Gruppe ihrer Studenten kam auf sie zu. »Hallo, Chrissy, richtig?« »Genau. Das sind Tine, Lars und Roman.« »Ich weiß, Dramaturgie-Seminar ist ja ein überschaubarer Kreis da.« »Wir wollten Sie eigentlich nur was fragen. Haben Sie nachher schon was vor?« »Weshalb?« »Wir proben nachher. Um 5 Macbeth auf der Unibühne, um die Theorien aus dem Unterricht umzusetzen. Lust vorbeizukommen?« »Klingt interessant. Engagierte Studenten, Macbeth. Ich komme gern.« »Und was schreiben Sie da gerade?« »Oh, nichts von Bedeutung. Wir sehen uns nachher, ja?« Die Studenten verabschiedeten sich. Ellie warf noch einen Blick hinüber zu dem Pärchen im Gras. Nach 5 Minuten löschte sie, was sie geschrieben hatte, klappte ihren Laptop zu und ging. In den 5 Minuten herrschte nur: Geht es mir gut? Habe ich alles, was ich will?